Ich habe schon alles vorbereitet, alle Produkte rausgelegt, die wir das letzte Mal ausprobiert haben und die sie gewählt haben. Und heute wird's ernst. Heute machen wir das Hochzeits-Make-up für sie. Sind sie bereit? Aufgeregt, ja, das ist verständlich. Aber machen sie sich keine Sorgen. Jetzt können sie sich erstmal schön entspannen. Gut, dann machen Sie es sich bequem. Und ja, legen wir los. So. Ich sehe. Also, Sie haben sich schon abgeschminkt, aber ich mache auf jeden Fall. Ja, ich mache auf jeden Fall nochmal Ihr Gesicht sauber, weil heute darf nichts dem Zufall überlassen werden. Sehr schön. Wasser drüber. Keine Angst. Davon kriegen Sie bestimmt keinen Ausschlag. Das ist alles sehr natürlich und keine Säuren oder sowas. Sehr, sehr gründlich. So. Das sieht schon mal sehr viel besser aus. Okay. Perfekt. Jetzt würde ich Ihnen noch ein paar Härchen entfernen.
also auch hier keine Sorge. Sehr schnell ein. Merken Sie es schon. Gut. Ist wirklich eine gute Creme, die verwenden wir eigentlich immer. So. Wundervoll. Gut. Jetzt sind wir bereit für die. Zuerst machen wir natürlich einen Primer drauf. Das kennt ihr alles schon vom letzten Mal. Es ist schon alles approved. Heute machen wir keine Experimente. Ist wirklich ein guter Primer. Es wird den ganzen Tag alles gut halten. Gut. Jetzt hatten wir das letzte Mal diese Sandbeige All Matte Plus Shine Control Make-up drauf gemacht. Und ihre Gesichtsfarbe hat sich eigentlich nicht verändert, deshalb bleiben wir auch dabei. Okay. Und ich habe heute diesen Blender dabei. Sehr schön. Gut. Okay. So, was haben wir als nächstes gesagt? Ich kram mal alles raus, damit ich ja nichts vergesse.
jetzt die Anti-Dark Circle, den Concealer drauf. Wirklich glowt.
bisschen mehr Gold. Ich mache Ihnen jetzt den Lidstrich. Okay, ich nehme diesen Pinsel hier. Eyeliner-Pinsel. Auch noch zu. Gut. So. Gut, jetzt muss ich sehr präzise arbeiten. Wir machen noch einen kleinen Wing, so wie letztes Mal. Okay. Ich nehme diesen Kleber wieder vom letzten Mal. Gut. Okay, Auge zu.
Mal mit den Augen zu klimpern. Gut, ja. Fühlt sich das gut an? Natürlich. Ja, da gewöhnt man sich dran, dann wissen Sie ja, nach ein paar Minuten ist das ganz normal. Natürlich. Gut. So. Lidschatten wollten wir auch nicht das letzte Mal. Jetzt noch natürlich das Highlight unter die Augenbrauen und über den Blush noch. Gut. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. Die Nase. Okay. Und das Highlight noch auf die Wangen. So schön. Und auf die Nasenspitze. Und auf die Nasenrücken. Simply Nude Lippenstift haben. Wollen Sie den immer noch oder was Rotes? Den, okay. Das passt auch sehr gut. Das ist so ein frischer Look.